Dieses Video könnte das wichtigste Video ihres Lebens sein, denn Nancy Faeser plant den größtmöglichen Angriff auf unser aller Grundrechte. Wenn sie damit durchkommt, dann wird es für immer vorbei sein mit der Meinungsfreiheit und vielen anderen Freiheiten. Ich übertreibe nicht, ich habe die Beweise. Schauen Sie dieses Video bis zum Ende. Sie werden nicht glauben, was ich Ihnen hier vorlese. Abonnieren Sie Achtung Reichelt, teilen Sie das Video mit all den Menschen, die Sie kennen und lieben. Los geht's. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. In diesen Tagen wird unser großartiges Grundgesetz 75 Jahre alt. In glasklaren, nüchternen und doch berührend poetischen Worten benennen die ersten 19 Artikel auf ewig unveränderbar die Grundrechte von uns Bürgern. Diese Grundrechte heißen auch Abwehrrechte. Sie heißen Abwehrrechte, weil sie uns Bürger vor dem Staat schützen sollen. Die Grundrechte sind das Gründungsversprechen dieser Republik an die Bürger und zugleich eine mahnende Misstrauensbekundung gegen staatliche Gewalt. Dem Staat, das wussten die Mütter und Väter des Grundgesetzes, ist in seiner Machtfülle niemals ganz zu trauen. Über allem Recht sollten in Deutschland für immer verständliche, aber vor allem unmissverständliche Sätze stehen, die dem Bürger als Schutzschild dienen würden, wenn die Mächtigen sich an ihm vergehen wollten. Das und nichts anderes war die Lehre aus der Vergangenheit, die damals noch nahezu frische und schmerzhafte Gegenwart war. Der Staat, wenn er sich skrupellos dazu entscheidet, kann nahezu allmächtig auftreten. Der Bürger muss vor ihm geschützt werden. Er muss sich wehren können, wenn die Mächtigen die Würde antasten oder das Wort untersagen wollen. Und wenn es nur diese Geste ist, abwehrend einen Text vor uns zu halten. Diese große Idee mag naiv erscheinen, was sind schon ein paar alte Sätze gegen die Allmacht eines übergriffigen Staates, aber nichts fürchten totalitäre Geister mehr als die Macht unmissverständlicher Worte. Wie sehr der Staat diese Worte fürchtet, wurde in den Jahren der Pandemie deutlich, in denen man von diesem Staat als Schwurbler und Querdenker beschimpft wurde, wenn man es wagte, ein Grundgesetz hochzuhalten. Diese Schrift hochzuhalten wurde sogar verboten. Wir erinnern uns, nur zu gut. Und hier sind die Bilder. Sie, das ist eine Nachricht, die Sie uns da zeigen, nur mit einer politischen Meinungsäußerung, und die dürfen Sie hier nicht tätigen. Darum geht es jetzt hier gar nicht. Es geht darum, dass Sie hier eine Message hier nach außen tragen. Darum geht es jetzt auch gar nicht. Sie verstehen ja. Es ist nicht mehr gewollt in Deutschland, Meinungsfreiheit. Okay, also mit anderen Worten, ich habe gar keine andere Chance, als mein Grundgesetz unterzunehmen, sonst werde ich abgeführt. Sie sollten das jetzt wegpacken, ansonsten müssen wir Sie hier vom Platz führen. Was ist mit all den anderen Menschen, die hier vom Platz führen? Der Grundgesetz, ach die Scheiße. Zeigen ja keine politische Meinungsäußerung. Da vorne liegt auch das Grundgesetz ist keine politische Meinungsäußerung, auf gar keinen Fall. Nein, das Ganze, was Sie hier zeigt, ist. Ist da auch noch eine deutsche Meinungsäußerung? Oh, das ist ja noch. Ey, Achtenscheiße. Sie wollen ja damit eine gewisse Message austragen, dass. Nee. Grundgesetz und noch eine Deutschlandfrage. Das ist auch nicht die Grundsatzdiskussion hier gerade im Kern. Bitte packen Sie jetzt das Grundgesetz weg. Wenn Sie da drin lesen Sie da drin. Aber Sie sagen zu mir, dass das Grundgesetz nicht mehr gilt, weil die Verordnung. Habe ich doch gar nicht gesagt. Habe ich zu keiner Zeit gesagt. Ich habe gesagt, dass Sie jetzt hier an Ort und Stelle keine politische Meinung äußern dürfen. Und das tun Sie, indem Sie das Grundgesetz vor der Brust halten, eine gewisse Message nach außen zeigen. Und deshalb sollten Sie es jetzt wegpacken. Aber nur mal so, Sie haben die Verordnung gelesen und da steht nicht drin, dass ich keine politische Meinung äußern darf. Da steht. Alter, gut, ja echt Sie dürfen heute hier das nicht tun. Ich darf nicht hier sein. Nein, Sie dürfen nicht hier jetzt mit Ihrer Message, die Sie hier nach außen tragen, hier eine Meinung äußern. Das ist sowieso, oder? Ey, ist doch nicht wahr. Darum geht's gar nicht. Nein, die Frage war einfach nicht, weil darum geht es gar nicht. Gute Nacht, Deutschland, ey. Gute Nacht. Jetzt packen Sie mal das Grundgesetz weg, sonst müssen wir Sie hier vom Platz wegführen. Deutlicher könnte es nicht mehr sein. Wenn der Staat gegen die Bürger durchgreifen will, dann ist ihm das Grundgesetz im Wege. Der übergriffige Staat fürchtet diese Schrift. Um uns pünktlich zum 75. Geburtstag daran zu erinnern, wie wichtig es ist, Grundrechte zu haben, Abwehrrechte, mit denen wir dem Staat entgegentreten können, damit wir das niemals vergessen, hat uns der liebe Gott Nancy Faeser geschickt, die Verfassungsfeindin im Gewand der Verfassungsministerin. Mit ihren Ansichten, mit ihren Äußerungen,
Mit ihrer ganzen Verachtung für die Meinungsfreiheit wäre Nancy Faeser eigentlich selbst ein Fall für den Verfassungsschutz. Aber vermutlich ist sie als Innenministerin über uns gekommen, um uns eine lebenswichtige Lektion in Mut und Courage zu erteilen. Diese Lektion lautet: Wenn der Staat sich gegen uns Bürger richtet, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als tapfer, unerschrocken und furchtlos unser Grundgesetz hochzuhalten. Wir können uns nur mit diesen Worten wehren, aber diese Worte sind mächtig. Diese Worte werden umso mächtiger, je sturer wir auf sie bestehen. Nancy Faeser will nicht, dass man ihre Methoden mit der DDR vergleicht. Man macht sich dann der Delegitimierung schuldig. Aber was sie sagt, erinnert an die Methoden totalitärer Regime. Sie will zum Beispiel die Kontrolle über die Kinder dieses Landes und sie gegen ihre eigenen Eltern aufbringen. Schauen Sie. Ich würde immer schon in Kindertagesstätten anfangen, Demokratieerziehung. Ich mache ja seit 15 Jahren Innenpolitik und ich habe die Sozialpolitiker immer damit genervt, weil die Präventionsarbeit gehört in den Bildungsbereich. Sie gehört eigentlich nicht zur Innenpolitik. Viel zu spät. Wenn die Leute bei mir ankommen, habe ich meist noch viel tiefergehende Probleme. Man muss früh ansetzen. Demokratieerziehung. In der Kindertagesstätte muss man schon dafür sorgen, weil man merkt doch, das, was Sie gerade beschrieben haben, was von Eltern vermittelt wird, das kommt doch bei den Kindern an. Das Kind alleine ist nicht rassistisch. Das Kind alleine würde niemals ein anderes Kind ausschließen, weil es völlig normal findet, dass mal ein Kind vielleicht keine rote Brille auf hat, sondern eine grüne. Die ausgrenzende Meinung kommt durch die Eltern und deswegen finde ich es wichtig, dass in unseren Institutionen das frühzeitig schon abgestellt wird. Frühzeitig und in Schulen, wie gesagt, flächendeckende Schulsozialarbeit ist aus meiner Sicht das Wichtigste, um sehr früh Präventionsarbeit machen zu können. Demokratieerziehung in der Kita, politische Schulung bei Dreijährigen. Weil Nancy Faeser der Meinung ist, dass die Eltern ihren eigenen Kindern sonst ausgrenzende Meinungen beibringen. Meinungen, die Nancy Faeser nicht passen, die Nancy Faeser nicht möchte in diesem Land. Nancy Faeser hat es sich zur Aufgabe gemacht, uns unser Grundrecht auf freie Meinungsäußerung auszutreiben. Der Grund ist einfach: Nancy Faeser ist eine Linksextreme. Sie sympathisiert offen mit den Gewalttätern der Antifa. Nancy Faeser weiß, dass die Mehrheit ihre linke Ideologie ablehnt. Deswegen will sie die Mehrheit einschüchtern. Die Meinung der Mehrheit gefährdet Nancy Faesers Macht. Das ist ihr ganzes Motiv. Die Innenministerin hat sich vom Recht nahezu vollständig verabschiedet und die verlässliche Sprache des Rechts durch die unberechenbare Sprache der Willkür ersetzt. Sie will die Macht der Behörden einsetzen, um gegen Dinge vorzugehen, die in keinem Gesetz stehen und die sie definiert, zum Beispiel gegen Hass und Hetze oder gegen Desinformation. Hass ist das Wort der Mächtigen für Kritik geworden. Kritik an der Politik der kriminellen Zuwanderung ist Hass. Kritik an Bürgergeld für Millionen Menschen, die gar nicht Bürger dieses Landes sind, ist Hass. Selbst die Proteste der braven Bauern galten dieser Regierung als Hass. Ricarda Lang auspfeifen ist Hass. Und Desinformation, das wissen wir inzwischen, ist die Information, die unsere Regierung nicht hören und nicht verbreitet sehen will. Nancy Faeser will Desinformation nun schon verhindern, bevor sie überhaupt entsteht. In unseren Köpfen. Bevor wir sprechen. Sie sagt das vollkommen offen. Schauen Sie. Clemens Justus, Weltfernsehen. Frau Faeser, können Sie einmal konkretisieren, wie der Umgang mit Hass und Desinformation im Netz in Zukunft aussehen soll und inwiefern sich das vom Status quo unterscheiden wird? Also zum einen viele präventive Maßnahmen, damit es gar nicht erst dazu kommt. Das ist eine Neuerung, die auch sehr breit aufgestellt ist über verschiedene Ressorts. Wir haben ja so eine Früherkennungseinheit, die wir demnächst an den Start bringen. Das haben wir ja verändert und das ist auch Ausfluss dieser Strategie. Präventive Maßnahmen, damit es gar nicht erst zu Desinformation, also zu unerwünschten Meinungsäußerungen kommt. Und eine Früherkennungseinheit für unliebsame Meinungen im Innenministerium. Was noch vor wenigen Jahren als Verschwörungstheorie gegolten hätte, wird nun vor unseren Augen Realität. Eine Ministerin will mit einer Spezialeinheit verhindern, dass nicht genehme Gedanken überhaupt noch ausgesprochen werden. In dieser Woche hat Nancy Faeser ein Strategiepapier mit dem Titel »Gemeinsam für Demokratie« vorgestellt. Faeser muss darauf gehofft haben, dass niemand dieses Papier wirklich liest, denn was sie vorhat, ist absolut furchterregend. Aber wir haben es gelesen. Sie werden die Sätze nicht glauben, die in diesem Papier stehen. Wir dokumentieren die unglaublichsten Passagen für Sie. In dem Papier beschreibt Nancy Faeser auch, wie ihre Früherkennungseinheit gegen unerwünschte Gedanken aussehen soll. Und ich zitiere
aus dem Strategiepapier der Innenministerin. Zusammen mit den Ländern arbeitet die Bundesregierung zudem an einem gemeinsamen Aktionsplan gegen Desinformation und für eine wehrhafte Demokratie. Der Aktionsplan hat zum Ziel, Strukturen und die Zusammenarbeit zur frühzeitigen Erkennung, Analyse und Abwehr von Desinformationen aufzubauen, gemeinsame öffentlichkeitswirksame Maßnahmen im Umgang mit Desinformationen durchzuführen, Maßnahmen zur Stärkung der gesellschaftlichen Resilienz gegen Desinformation zu fördern, die Medien- und Nachrichtenkompetenz zu stärken, sowie die Forschung zu Produzenten und zur Wirkung von Desinformationen und möglichen Gegenmaßnahmen gezielt zu fördern. Strukturen zur frühzeitigen Erkennung, Analyse und Abwehr von Desinformationen auszubauen und Gegenmaßnahmen gezielt zu fördern. Es sagt alles über den Zustand der Medien in unserem Land, dass nicht alle Journalisten den sofortigen Rauswurf einer Ministerin fordern, die offen ankündigt, ohne jede rechtliche Grundlage, Gegenmaßnahmen gegen die Verbreitung von Informationen zu ergreifen, die ihr politisch nicht passen. Also Maßnahmen, die offen gegen unser Grundrecht gerichtet sind. Nancy Faeser ist eine unverhohlene Verfassungsfeindin. Wer die frühzeitige Erkennung falscher Gedanken plant, hat im Innenministerium schon längst nichts mehr zu suchen, außer vielleicht im Innenministerium von Nordkorea. Ebenfalls plant Nancy Faeser politische Früherziehung, wie man sie nur aus Diktaturen kennt. Und ich zitiere hier. Ziel der Bundesregierung ist es, politische Bildung entlang der Bildungskette zu stärken, Angebote der politischen Bildung und Demokratiebildung von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter werden von der Bundesregierung in Entwicklung und Umsetzung gefördert. Hierzu gehören Angebote der schulischen und außerschulischen politischen Jugendbildung, die in allen Praxisfeldern der Kinder- und Jugendarbeit, wie zum Beispiel der offenen Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit oder im Sport, als Querschnittsaufgabe verankert ist. Die Bundesregierung sagt hier ganz offiziell, dass sie uns unser Leben lang mit politischen Erziehungsmaßnahmen beschallen will. Vom Kindergarten bis in den Sportverein, nirgendwo sollen Kinder den Ideen entkommen können, die unsere Bundesregierung über staatlich finanzierte linke Organisationen verbreiten will. Querschnittsaufgabe, das bedeutet übersetzt, dass es vor allem für Kinder kein Entrinnen mehr geben soll. Querschnitt bedeutet Politerziehung überall, quer durch die Gesellschaft. Weiter geht es in Faesers schrecklicher Schrift um Menschen, die sich von, natürlich, Hass und Hetze betroffen fühlen, also meistens für Linke, denen rechte Meinungen nicht passen. Ich zitiere, für einen wirksamen Schutz von Betroffenen unterstützt die Bundesregierung den Aufbau und die Weiterentwicklung von Netzwerken zwischen Zivilgesellschaft, Verwaltung und Sicherheitsbehörden, die Betroffenen zügig und effektiv Schutzberatung und Unterstützung bieten. Noch einmal. Netzwerke zwischen Zivilgesellschaft, Verwaltung und Sicherheitsbehörden. Mit der Zivilgesellschaft sind die Meldestellen gemeint, die es inzwischen überall im Land gibt und die von staatlich finanzierten linksradikalen NGOs betrieben werden. Diese Meldestellen sollen nun mit Verwaltung und Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten. Das heißt, wenn sie für eine Äußerung denunziert werden, dann sollen in ihrem Dorf künftig der Bürgermeister, die Verwaltung und die zuständige Polizei informiert werden. Sie wissen, was das bedeuten kann. Sie verlieren ihre Existenz. Und Sie erinnern sich natürlich an diesen Faeser-Satz. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Und jetzt wissen Sie, was Nancy Faeser mit diesem Satz meinte. Es wird aber noch schlimmer. Und ich möchte es noch einmal wiederholen. Wir zitieren hier wortwörtlich aus dem neuen Maßnahmenkatalog von Nancy Faeser, der abgestimmt ist mit der kompletten Bundesregierung. Die Innenministerin kündigt in sanft klingenden Worten an, unsere komplette öffentliche Kommunikation überwachen zu wollen. Und ich zitiere. Für eine nachhaltige Förderung konstruktiven demokratischen Engagements im Netz ist die Stärkung der Medien- wie Debattenkompetenz aller Beteiligten sowie eine enge Begleitung und Moderation der Foren und Prozesse erforderlich. Dies wird die Bundesregierung in ihrer Förderpraxis berücksichtigen. Die Bundesregierung sagt ganz offiziell, dass sie, Zitat, eine enge Begleitung und Moderation der Foren und Prozesse für erforderlich hält und deswegen aufbauen möchte. Enge Begleitung und Moderation der Foren bedeutet nichts anderes als eine komplette, also enge staatliche Überwachung von Meinungsäußerungen. Moderation klingt so freundlich, ein bisschen so, als wären wir jetzt alle im Fernsehen, als wären wir alle bei Markus Lanz zu Gast, bedeutet aber nichts anderes als Zensur und Löschung. Das bedeutet Moderation.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hätte mir in den schlimmsten Albträumen nicht ausmalen können, dass eine Bundesregierung so etwas mal aufschreiben, ja, offiziell ankündigen würde. Und weiter geht's mit Fesers neuem Deutschland. Ich zitiere. Darüber hinaus plant die Bundesregierung, ein Bundespartizipationsgesetz auf den Weg zu bringen, um damit die Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund am öffentlichen Dienst zu stärken. Was Feser hier so wohlklingend Bundespartizipationsgesetz nennt, ist nichts anderes als ein rassistisches Gesetz, mit dem Beamtenstellen in diesem Land wieder nach Herkunft und Hautfarbe vergeben werden sollen. Nicht mehr die Qualifikation soll zählen, um für diesen Staat zu arbeiten, sondern das, was in unserem Grundgesetz Rasse genannt wird. Nun folgt der Absatz, der sich ganz konkret gegen nicht regierungstreue Medien richtet. Wir sind sogar überzeugt davon, dass Nancy Faeser Achtung Reichelt im Kopf hatte, als sie diese folgenden Sätze von ihren willfährigen Beamten aufschreiben ließ. Hören Sie gut zu. Desinformation von Akteuren und Einzelpersonen aus dem Inland destabilisiert die staatliche Ordnung und den Zusammenhalt, denn sie manipuliert den Prozess der Meinungsbildung und schürt gesellschaftliche Konflikte. Mit Desinformation werden nicht nur Personen des öffentlichen Lebens und demokratische Institutionen gezielt delegitimiert, sondern unser gesamtes demokratisches System. Ein konsequentes Vorgehen gegen Desinformation ist daher essentiell zur Aufrechterhaltung unserer wehrhaften Demokratie sowie unserer offenen, freiheitlichen Gesellschaft. Zitat Ende. Die Sätze, die Faeser hier verfasst hat, sind ungeheuerlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ungeheuer, die Faeser gegen uns alle entfesselt. Formulierungen wie aus den Gesetzen der Deutschen Demokratischen Republik. Meinungen und Aussagen, die nicht auf Linie sind, destabilisieren die staatliche Ordnung und den Zusammenhalt. Destabilisierung des Zusammenhaltes, nur überzeugte Sozialisten kommen überhaupt auf solche Formulierungen. Konsequentes Vorgehen gegen Desinformation ist daher essentiell zur Aufrechterhaltung unserer wehrhaften Demokratie. Machen Sie sich nichts vor, wenn solche Sätze zu Gesetzen werden, dann endet unsere Meinungsfreiheit an dem Tag und zwar für immer. Wenn Ihre Meinung Desinformation oder Hass und Hetze sein könnte, dann dürfen Ihre Daten in Zukunft per Gerichtsbeschluss gespeichert werden, um sie verfolgen zu können. Hier ist das Zitat aus dem Faeser-Papier. Die Bundesregierung beabsichtigt, mit einem Gesetz gegen digitale Gewalt ein privates Auskunftsverfahren zu verankern, mit dem die Identität der Verfasserin oder des Verfassers rechtswidriger Inhalte einfacher geklärt und damit eine praktikable zivilrechtliche Verfolgung rechtswidriger Inhalte ermöglicht wird. Das Auskunftsverfahren soll, anders als bisher, nicht nur Bestands-, sondern auch Nutzungsdaten erfassen, damit die Daten beim Dienstanbieter nicht vor einer gerichtlichen Entscheidung über eine Auskunftserteilung gelöscht werden, soll ein Gericht auch eine vorübergehende Datenspeicherung anordnen können. Die Innenministerin macht in dem Papier des Grauens deutlich, dass sie genervt ist von den Gesetzen, die den Bürger vor dem Zugriff des Verfassungsschutzes beschützen. Wörtlich heißt es in ihrem Papier. Das Nebeneinander von 17 Versammlungsgesetzen sowie von 19 verschiedenen Nachrichtendienstgesetzen darf die Erfüllung des sicherheitsbehördlichen Auftrages nicht erschweren. Was Nancy Faeser hier sagt, ist nicht mal mehr verschleiert. Gesetze dürfen dem Inlandsgeheimdienst nicht mehr im Wege stehen. Weiter heißt es über die Versammlungsgesetze: Wir setzen uns in diesem Zusammenhang dafür ein, zugunsten der besseren Wehrhaftigkeit unserer Demokratie auf dem größtmöglichen gemeinsamen Nenner einen besseren Gleichklang herzustellen. Bei dieser Harmonisierung wollen wir die bestehenden föderalen Gremien einbinden. Was Nancy Faeser hier vorhat, ist nichts anderes als die zentrale Gleichschaltung der Gesetze, die in den Ländern unsere Versammlungsfreiheit garantieren. Für die bessere Wehrhaftigkeit der Demokratie möchte Nancy Faeser, dass nur noch Nancy Faeser über die Versammlungsfreiheit bestimmt. Das Grundgesetz wird in diesen Tagen 75 Jahre alt. Wenn man die Ideen von Nancy Faeser liest, bekommt man Zweifel daran, dass es seinen 76. Geburtstag noch erleben wird. Umso wichtiger ist, halten Sie stur diesen wunderschönen Text hoch. Er ist unser Schutzschild gegen Nancy Faeser und alle anderen Mächtigen. Mir jetzt zugeschaltet, inzwischen einer unserer Stammgäste, unser Anwalt und Bestsellerautor Joachim Steinhöfel, der großartige Autor von Die digitale Bevormundung, bereits ein Bestseller, bevor es überhaupt erschienen war. Inzwischen ist es erschienen. Kaufen Sie dieses Buch. Da drin steht alles, was Sie über die irren Zustände in unserem Land wissen müssen. Lieber Joachim, herzlich willkommen. Was mich besonders entsetzt an dem, was wir uns hier eben angeschaut haben, an diesem neuen sogenannten Strategiepapier von Nancy Faeser, ist die Sprache. Woran erinnert dich diese Sprache?
Paragraph 106 des Strafgesetzbuches der DDR, das war staatsfeindliche Hetze. Das war ein sehr, in sehr allgemeiner Terminologie gehaltener Straftatbestand, mit dem man Positionelle damals ins Gefängnis bringen konnte und wegsperren konnte, ohne dass man näher begründet hat und irgendeine tatsächliche Straftat vorlag. Das kann sich jeder googeln und mal durchlesen. Und ich glaube, Nancy Faeser, ich könnte mir gut vorstellen, dass sich Nancy Faeser daran ein Beispiel genommen hat. Jedenfalls ist die Sprache nicht mehr demokratisch, sondern sie erinnert an einen Staat, der die völlige ideologische Gleichschaltung seiner Bürger schon vom Kindergarten an bis später erreichen will. Es heißt ja, von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter in diesem Papier. Und wenn der Staat politische Bildung verordnet, und anstelle der Eltern tritt natürlich auch im Zeitraum der Erziehung. Die Eltern sind die prägenden Menschen für ein Kind, die ihr wichtigsten Bezugspersonen und nicht der Staat. Und der Gedanke, dass der Staat hat Schulen und so weiter, das ist ja auch alles schön und gut, aber dass der Staat hier so weitgehend in die politische Bildung eingreift, wie das jetzt vorgesehen ist, ist beängstigend. Ich glaube, man kann sagen, Nancy Faesers Wahnvorstellung einer neuen politischen Gleichschaltung von Staat und Bürger hat ein Level erreicht, mit dem sie George Orwell überholt. Das Level ist ja die interessante Frage. Du beschäftigst dich so viel mit solchen Verfahren, wo Menschen ihr Recht genommen werden soll, ihre Meinung frei zu äußern, Menschen, die vom Staat gegängelt werden. Und wir haben da viel in den letzten Jahren erlebt, alle Menschen, die das interessiert, beobachten. Aber das hat schon irgendwie eine neue Qualität, oder? Die Knappschnäuzigkeit, mit der Faeser immer und immer wieder Äußerungen tut, die, wenn man sich in Artikel 5, also Meinungsfreiheit, durchliest, nicht kompatibel sind. Und auch indem so Floskeln verwendet werden. Ich kann nicht oft genug sagen, Hass und Hetze ist eine Formulierung, die sich kategorisch verbietet, weil sie vage ist und nicht genau definiert, was damit eigentlich gemeint ist. Jeder, der das Wort verwendet, sollte, ich habe das oft gesagt, mit der Frage konfrontiert werden, was meinen Sie damit? Meinen Sie strafbare Inhalte, Verleumdung, Beleidigung, üble Nachrede? Dann sagen Sie strafbare Inhalte und sagen Sie nicht Hass und Hetze. Jeder, der Hass und Hetze hört, geht automatisch in die innere Migration und sagt nichts mehr, weil er denkt, das könnte ja Hass, das könnte ja Hetze sein. Ich halte lieber den Mund. Wenn man sich strafbar macht, macht man sich strafbar, alles andere ist erlaubt. Punkt aus, Hass und Hetze verbietet sich kategorisch. Hass und Hetze ist ja jetzt noch einmal erweitert worden durch eine weitere Formulierung, die sogenannte Desinformation. Die Bundesregierung stellt in diesem Zusammenhang übrigens auch klar, dass Desinformation nicht Falschinformation bedeutet, sondern Informationen, die unerwünscht sind und die zu unangenehmen und ungewünschten Debatten führen. Also Desinformation sind Informationen ausdrücklich und das ist tatsächlich die Definition dieser Regierungskoalition, die nicht erwünscht sind, nicht Falschinformation. Auch Desinformation muss bekämpft werden. Wir haben hier gelesen, Gegenmaßnahmen will der Staat ergreifen. Was mich aber auch menschlich besonders bewegt, ist der Anspruch, Desinformation zu verhindern, präventiv, bevor sie den Mund verlässt oder über unsere Finger in die Tastatur fließt. Was ist das für ein Menschenbild, Äußerungen präventiv verhindern zu wollen? Ich erinnere mich immer wieder sehr gern an einen klugen Aufsatz, den Professor Peukert von der Goethe-Universität in Hamburg geschrieben hat. Da ging es um Faktenchecker in Social Media. Da geht es ja auch richtig falsch, wahr oder unwahr. Wer soll in einer freien Gesellschaft darüber entscheiden, was richtig und was falsch ist? Die Faktenchecker von Korrektiv, die mit Millionen von Steuergeldern gezahlt werden, sollten es sicher nicht sein. Und dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, was ist diese Definition von Desinformation, ist höchst kompliziert. Die Rente ist sicher. War das eine Desinformation? War die Äußerung von Robert Habeck? Politische Polemik gefährdet die Demokratie, auch schon Desinformation? Das ist sicherlich eher eine Meinungsäußerung. Aber wenn ein Regierungsmitglied etwas sagt, was genau das Gegenteil dessen bedeutet, was in der Verfassung steht, beziehungsweise was das Verfassungsgericht entschieden hat, dann ist das jedenfalls auch manipulativ. Und hat grundrechtseinschränkende Wirkung. Und ich möchte nicht, dass mir die Regierung sagt, was richtig und was falsch ist. Wie oft, das ist ja geradezu lächerlich,
das zu erwähnen. Wie oft haben Politiker, auch wenn sie in Regierungsfunktionen sind, etwas gesagt, was falsch war, also qua Definition Desinformation? Ich glaube, das findet man in jeder Woche, eine Falschaussage der Regierung. Und jetzt wollen diese Menschen die Bürger gegenüber mit Gesetzen, auch strafbewehrten Gesetzen, aktiv werden, um das zu verhindern. Das heißt, die Lügner wollen die Lüge verbieten. Das ist ja lächerlich. Eine Formulierung hier lautet, dass man sich sozusagen der Destabilisierung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes strafbar machen könnte. Was mich, und ich kenne das aus vielen Ländern, die ich bereist habe, die keine Demokratien sind, hier enorm beunruhigt, ist tatsächlich das, was wir auch eben gesagt haben, dass die ja sehr klare Sprache des Rechts, die versucht zu definieren, ersetzt wird durch Begriffe der Willkür. Also was soll die Destabilisierung des gesellschaftlichen Zusammenhalts überhaupt sein? Was ist der Grund dahin? Was bezweckt man damit, wenn man im Recht die Sprache des Rechts abschafft und durch solche Begriffe ersetzt? Aber der Zweck, das ist, lässt sich wieder wunderbar an dem Beispiel Hass und Hetze definieren. Es werden Begriffe, das gilt übrigens auch für staatsfeindliche Hetze im Strafgesetzbuch der DDR, und das war auch einer der Hauptkritikpunkte an dieser Regelung, dass sie ungenau und vage sind und man alles darunter subsumieren, also darunter fassen kann, was man aus politischer Gründen wollte, um dann aktiv werden zu können. Die Sprachrecht muss präzise sein. Man muss genau wissen, was ist erlaubt, was ist verboten. Man muss die Grenze kennen, damit man sie nicht überschreitet. Je ungenauer diese Grenze wird durch Floskeln und Formulierungen, desto schwieriger wird es und desto leichter findet eine Übertretung statt. Hass und Hetze ist ein perfektes Beispiel. Das ist eine völlig vage, ungenaue Floskel. Und jeder, der täglich dieser Begriff, den begegnet man ja täglich hundertfach, und die Leute denken, also in den Medien, die Politiker denken anscheinend schon gar nicht mehr drüber nach, was sie da eigentlich reden. Immer wieder die Frage stellen, meinen Sie strafbare Inhalte, dann sagen Sie es gefälligst auch und greifen Sie nicht zu dieser ubiquitären Floskel, nehmen Sie nicht dazu Zuflucht, sondern drücken Sie sich genau aus, damit wir wissen, was Sie eigentlich meinen. Meinen Sie strafbare Inhalte? Okay. Meinen Sie etwas anderes? Wollen Sie unsere Grundrechte einschränken, weil das dann über die strafbaren Inhalte hinausgeht? Die Bundesregierung kündigt hier in diesem Papier vollkommen offen Gegenmaßnahmen, und ich zitiere, Gegenmaßnahmen für Meinungsäußerungen an. Was Sie Desinformation nennen, was aber einfach Informationen, Fakten, Ansichten sind, die der Bundesregierung nicht passen. Man fragt sich ja schon, wenn man zum 75. Geburtstag dieses kleine Büchlein hier durchblättert, das Grundgesetz, darf die Regierung das eigentlich, darf eine Bundesregierung Gegenmaßnahmen gegen Äußerungen ankündigen? Kündigen kann sie viel, und da stellt sich die Frage, ob der einzelne Bürger dagegen rechtlich irgendetwas unternehmen kann. Es wird ja, wenn politische Standpunkte vertreten, das ist alles legitim, aber wenn das dann Gesetz wird, dann ist der Moment da, wo man gegebenenfalls die Verwaltungsgerichte, Zivilgerichte oder das Verfassungsgericht anrufen kann. Also Absichtserklärung, weil man das Wohl der Bevölkerung dadurch mehren will, dass Dreijährige jetzt auf Linie gebracht werden und die Eltern entmündigt werden, so geht das ja. Oder dass man Akten anlegt über Bürger, die sich im Rahmen der Gesetze bewegen und dann diese Erfassungsstellen implementiert. Da habe ich übrigens schon einen wunderbaren Plan. Da werde ich mal dafür sorgen, dass irgendjemand, den ich kenne, da erfasst wird. Und dann beantragen wir Akteneinsicht und dann ist the show on the road. Das muss zum Verfassungsgericht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man in Karlsruhe einverstanden damit ist, dass der Staat Akten führt über unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegende Meinungsäußerungen, weil das natürlich einen starken Einschüchterungseffekt hat auf viele Bürger. Nicht alle sind so mutig und wollen sich mit dem Staat anlegen. Und gerade für die ist dieser Schutz besonders wichtig. Joachim, das Grundgesetz wird 75. Letzte Frage. Was ist deine Lieblingspassage, dein Lieblingsartikel, deine Lieblingsaussage, dein Lieblingsrecht aus diesem kleinen, schönen Text? Ich glaube, der wichtigste Satz ist, die Würde des Menschen ist unantastbar, und das ist etwas, was Nancy Faeser jeden Tag nicht tut vielleicht, aber jedenfalls versucht. Lieber Joachim Steinhöfel, herzlichen Dank für das Gespräch. Nochmal für unsere Zuschauer, kaufen Sie die digitale Bevormundung, eines der klügsten und wichtigsten Bücher, die ich seit langem gelesen habe. Lieber Joachim, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen. Es ist eines der wichtigsten Videos unseres Lebens. Sie versuchen, unsere Grundrechte abzuschaffen.
Und vor allem, entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben, und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.